Was geht, Leute? Willkommen hier zurück zu einem neuen Spark in Zero Video. Freut mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Also sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben ja zu jeder Saga einen Trailer gesehen, aber eine fehlt noch, wenn man ehrlich ist. Und wie ihr schon im Titel sehen könnt, geht es heute um Dragon Ball GT. Es ist noch ungefähr ein Monat, bis Dragon Ball Spark in Zero erscheint und es sind noch 20 Plätze frei im Roster. Ich bin mir relativ sicher, dass einige Plätze für einen Filmcharakter frei bleiben, also Picon, Jonemba und so weiter und so fort, die üblichen Verdächtigen. Bin mir nicht sicher, ob Beast Gohan oder sowas wie Ultra Ego mit dabei sind. Also Ultra Ego finde ich sehr unwahrscheinlich, Beast Gohan könnte ich mir noch ehestens vorstellen, aber auch das weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen eher nicht. Deswegen haben wir eigentlich nur noch Plätze frei für GT-Charaktere und eben Movie-Charaktere, weil hier auch das nochmal erwähnt, ich glaube eben auch nicht, dass Daima schon eine Rolle spielt und eben auch Manga-Charaktere würde ich komplett ausschließen. Das heißt, Dragon Ball GT ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, wie alle das sagen oder wie ich das immer lese. Es ist sogar ehrlich gesagt wahrscheinlich. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum denke ich das und wie komme ich darauf? Also, was für mich ein großer Hinweis war, das war das Interview auf der Gamescom. Ich glaube, das war auf der Gamescom. Spielt doch keine Rolle, wo es war. Auf jeden Fall gab es dieses Interview und da konnte man einfach mal Fragen stellen an den Producer von Spark & Zero. Erstmal, wie nice ist das denn bitte? Und bei diesem Interview wurde natürlich auch nach GT gefragt, logischerweise. Und da wurde einfach nur gesagt, wir können dazu jetzt nichts sagen. Eine final question, and one I would kick myself if I didn't ask. I know you two are probably sick of hearing about it, but OG Dragon Ball in GT characters, is that a possibility for the future? I know I'm sure you can't announce now, but is it in, you know, is it a talking point maybe? 最後の質問で、まあ、答えられるかどうか分かんないけど、やっぱ聞かないといけませんと。最初のドラゴンボールのキャラクター、あとドラゴンボール GT のキャラクターは、そのうちやっぱりそのドラゴンボールスパーキングゼロに出てくる、ま、来ますか？そこらについて何かコメントもらいましょうか？いやもうお察しの通りですね。なかなかちょっとこの場では申し上げることができないので、この続報をお楽しみにしていただければと思います。As you probably figured, we cannot comment at this time. Very sorry about this. Da habe ich mich direkt gefragt, warum eigentlich nicht? Warum kann er dazu nichts sagen? Denn wenn man das logisch betrachtet, hätte er einfach sagen können, nein, ist nicht mit drin, wenn es so wäre. Ich meine, das ist ja eine Info, die du sagen kannst, wenn du das weißt. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum er das nicht gesagt hat. Ich fange mal mit B an, weil das eher unwahrscheinlich für mich ist. Also ganz einfach, was ihr schon denkt, das sind DLC-Charaktere. Bedeutet, er wollte sich dazu nicht äußern, weil es eben noch DLC-Charaktere sind. Und in diesem Kontext macht diese Aussage ja auch Sinn, muss man sagen. Die Variante A, die ich persönlich viel realistischer finde, ist tatsächlich auch relativ easy und einfach gesagt. Er wollte einfach den nächsten Trailer nicht spoilern, ganz einfach. Weil ihr seht ja, das Ganze ist ja Teil der Strategie, ne? Weil am Ende sehen wir immer, dass Charaktere hinzugefügt werden. Sie machen das ja bewusst geheimnisvoll und sagen auch manchmal nicht viel dazu. Und was noch viel wichtiger ist, es sind noch über 20 Plätze frei im Roster. Ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass Dragon Ball GT im nächsten Trailer gezeigt wird. Alles andere würde für mich irgendwie keinen Sinn ergeben und ich weiß jetzt auch nicht, wo die noch über 20 Charaktere aus dem Film hernehmen wollen. Ich meine, das wäre schon irgendwie möglich, aber dann wären da schon ziemlich wilde und random Charaktere mit dabei und das glaube ich irgendwie nicht. Und hier call ich noch was, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich wahr wird. Der Charakter, den man bekommt, der noch nicht feststeht, also dieser Fragezeichen-Charakter, wird Gogeta sein. Also Dragon Ball GT Gogeta. Aber es wird wahrscheinlich aus Daima was werden, wie Son Goku oder so, weil auch da die Serie startet am 11. Wie dem auch sei, Leute, schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das genauso wie ich oder eher komplett anders? Haut das alles gerne in die Kommentare. Dann sag ich mal wieder, Leute, wirklich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem Video. Es war mir mal wieder eine Freude und vor allem eine Ehre. Deswegen like gerne das Video, abonniert gerne den Channel für weitere solcher Videos. Dann sag ich, Leute, euch einen schönen Tag, mach's gut und bye bye.